Rackham wasn't built in a day. There will be no negotiation. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gewinnrangliste mit wahrscheinlich den letzten Spielen in dieser Season. Elfenmode spiele ich nicht, wir haben einen Mercenary. Will ich den Kriegstänzer abwerfen? Eigentlich nicht, weil wir haben nur einen in diesem Deck drin. Ich spiele wieder das Elfene Dreifachbranddeck. Da haben wir schon unseren zweiten Brand, den dritten kommt mit Elfene. Und wir spielen gegen Squared Hell. Ich habe wieder ein bisschen Offscreen gespielt, ich habe wieder ein bisschen runtergespielt. Also wir haben ein paar MMR-Punkte verloren. Special prize, just for you, lad. Und wir spielen, ich habe keine Ahnung, ist das ein Schubdeck? Den Schmuggler habe ich ewig nicht mehr gesehen, aber es kann auch irgendwas anderes sein. Die Season ja, endet morgen, also wenn ihr das Video seht, morgen um 10 Uhr, glaube ich. Das heißt, ich werde... Ach, Schütze ist... Okay. Schütze ist okay. Das heißt, ich werde jetzt morgen die Folgen wahrscheinlich nach 10 Uhr versuchen aufzunehmen. Ich hoffe, dass ich es bis 14 Uhr schaffe, aber müsste eigentlich möglich sein, wenn ich halt um 10 aufnehme, dass ich dann bis 14 Uhr die Folge habe. Ich werde wahrscheinlich aber erst um 11 aufnehmen können. Ich muss mal gucken. Ich werde auf jeden Fall morgen... Ich werde nicht nochmal eine Folge in der Season der Elfen aufnehmen. Das werden jetzt die letzten beiden Spiele sein, die wir in der Elfen-Season haben. Mal gucken, wie viele Punkte wir noch haben. Vielleicht werde ich auch noch ein bisschen privat spielen. Ich will eigentlich nur bei 4000 MMR kommen. Die Season war jetzt nicht wirklich die erfolgreichste für mich. Wir haben aber auch viele andere Decks mal ausprobiert. Also ich glaube, wir hatten diesen Monat eine Menge Auswahl. Und wir werden leider nächsten Monat noch keinen Patch haben. Wir werden erst Ende des nächsten Monats den nächsten Patch bekommen. Das heißt, es wird sich wieder wie nichts ändern. Aber wir werden mal gucken, wie wir den Monat wieder ein bisschen rumbringen können. Ich habe ja immer noch die Anfängerfolgen. Und ich glaube, da nehme ich einen Dragoon, auch wenn wir uns selber einen Brand bringen. Und ja. Oh, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir zwei Neuner als Gegner. Das heißt, ich kann nächste Runde einen Brand spielen. Es ist, glaube ich, ein Schubdeck, weil er spielt eine sehr merkwürdige Combo. Und Schubdeck ist für uns ein kleines Problem, weil Schubdeck nicht wirklich viele starke Karten spielt. Viele kleinere Karten eher. Das heißt, wir müssen die Brände, die wir haben, ganz gut landen. Sonst kann es halt böse aussehen. Wir haben zum Glück noch unseren Spion. Den könnten wir auch noch wegbrennen. Und dann... Spion, der sogar mit 15 Stärke aus Feld rufen, aber ja. Okay. Ja, er spielt ein Schubdeck. Weil das sind, er spielt jede Karte, glaube ich, nur einmal. Machen wir einen doppelten Brand, legen wieder 11 Punkte vorne. Ja, also ich werde jetzt nochmal eine Runde mit Elfen spielen. Ich werde danach wahrscheinlich nochmal eine Runde mit Handbuff spielen. Ich brauche eben immer noch leider diese Squared Hell-Siege. Und ich hoffe, dass diese, also die Fraktionsherausforderung hört ja am 8. auf. Bin ich eigentlich relativ froh drüber, weil ich... Ich bin ganz ehrlich, die Fraktionsherausforderung, ich finde sie cool wegen dem Rahmen oder so, aber wir haben dann wirklich knapp eineinhalb Wochen, sehen wir fast nur Squared Hell oder Nilfgaard als Gegner und das finde ich dann halt ein bisschen dröge. Man sieht noch andere Decks, es gibt Leute, die spielen noch andere Decks, die vielleicht nicht die Rahmen brauchen, aber solange ich die Rahmen halt noch kriege, werde ich die Fraktion in dem Zeitpunkt ein bisschen häufiger spielen. Wir haben es ja bald mit den Rahmen. Ich glaube, Squared Hell ist unser vorletzter. Den letzten Rahmen, den wir dann brauchen, sind tatsächlich die Monster und das war's dann auch. Ich bräuchte noch den Nilfgaard-Titel, aber den Nilfgaard-Titel kriege ich dann irgendwann, wenn... Ach, da muss ich nur 10 Spiele spielen. Ich brauche den Rahmen nicht mehr. Den Rahmen habe ich ja zum Glück schon. Okay, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, weil er hat noch einen Pyrotechniker. Er hat den nur mit dem Agitator aus dem Deck gezogen, ist mir gerade eingefallen. Das war jetzt vielleicht nicht der klügste Move, aber er müsste ihn erstmal aus dem Deck ziehen. Und ich glaube kaum, dass er seinen Anführer dafür opfern wird. Ich glaube, sein Anführer wird dafür einen Spion behalten. Wir haben auch das Problem, dass wir einen Glaze haben. Und soweit ich weiß, spielen Schubdecks sehr wenig Zauber. Ich glaube, sie spielen eigentlich fast nur den Schubzauber. Das heißt, Glaze ist halt, kann tricky werden, dass wir da eine gute Glaze rauskriegen. Müssen wir gucken. Da liegt auf jeden Fall jetzt eine Toro. Kann ich da noch rüberkommen? Ja, könnte ich theoretisch. Ich müsste zwar zwei Karten spielen, aber das würde uns nicht wirklich weit nach hinten werfen. Ich würde ganz gerne, dass er unseren Kriegstänzer noch eine Runde bufft. Weil ich weiß nicht, ob der Gegner... Aber der Gegner kann nur einen Kriegstänzer maximal spielen. Okay. Die Falle gefällt mir gar nicht. Das kriegen wir raus. Neophyt will ich ungern haben. Ich könnte die Falle wegziehen. Neophyt will ich ungern spielen, einfach weil wir unsere Karten selber zu hoch buffen und wir vielleicht so keinen guten Brand kriegen. Und Panther bringt uns momentan auch nicht wirklich viel. Ach doch, er hätte noch einen Sechser gehabt. Egal. Ziehe ich die Falle weg. Wird die Falle zwar gebufft, aber ist auch nicht schlimm. Ich hätte, glaube ich, lieber statt der Falle was anderes wegziehen sollen. Es wäre klüger gewesen. Es wäre ein paar Punkte mehr gewesen, aber im Endeffekt macht das, glaube ich, jetzt in der ersten Runde nicht mehr wirklich viel aus. Ist halt die Frage, wie lange er noch spielen will.
Toro würde noch reichen. 14 Punkte und ich kann eh nicht mehr so viel spielen. Also Eglaze würde ich halt eh nicht spielen. Den Kriegshänzer würde ich nächste Runde abwerfen. Ich könnte den Spion spielen, ja. Ich könnte jetzt aber auch noch einen weiteren Brand spielen. Okay, er passt. Das ist sogar sehr gut für uns. Dann werde ich jetzt Shiro opfern. Werde einen Brand spielen, werde seinen Neuner weghauen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir hier noch ganz gute Brandziele finden. Und somit hatten wir die erste Runde dann halt doch noch gewonnen. Eglaze ist jetzt auf 11 Punkte. Naja, wir müssen in der nächsten Runde einfach oder in der letzten Runde unseren Spion wegbrennen. Jetzt erstmal einen Kriegstänzer abwerfen. Und dann müssen wir mal gucken. Ja, also ich strebe eigentlich. Die Season ist halt wirklich, wie gesagt, nicht so gut gelaufen. Wir haben halt eine Menge andere Decks, sage ich mal, ausprobiert. Ich habe eine Menge Spaßdecks ausprobiert, auch wenn die nicht wirklich gut liefen. Er wirft auch seinen Kriegstänzer ab, das ist gut für uns. Wir haben seinen gekontert. Hätten wir unseren nicht gehabt, dann hätte ich aber. Na, das werde ich nicht so schön finden. Jetzt muss er aber noch eine Karte ausspielen. Und ich weiß nicht, ob ich nächste Season mich ein bisschen mehr auf gewisse Decks spezialisieren soll und vielleicht mal ein bisschen höher in der Season kommen soll. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin mit 4000 MMR zufrieden so. Es reicht mir persönlich. Ich brauche jetzt keinen Grandmaster. Ich habe es ja schon mal gesagt, Pro Ladder werde ich nicht spielen. Und über 4000 MMR, bin ich auch ganz ehrlich, wird mir das Spiel zu grindy. Weil, ja, man kann da Glück haben, man kann da aber auch relativ lange festsitzen über diesen 4000 Punkten, weil man immer weniger Punkte kriegt. Den Schützen brauche ich nicht. Ich will eigentlich nicht wirklich runterschießen. Doppler ist okay. Ich glaube, hätten wir was Besseres ziehen können? Eigentlich nicht. Spion hätten wir ziehen können, wäre aber auch nicht die optimale Lösung gewesen. Okay. Und was macht er jetzt? Er gibt uns seinen Spion. Das werde ich verhindern wissen. Ich gebe ihm seinen oder ich gebe ihm unser Spion. Dann haben wir wenigstens noch ein Brandziel. Das ist okay. Da haben wir ein 15er Brandziel. Das ist okay. Dann können wir wirklich die Jadefigur haben. Oder einen Schützen. Ich würde, glaube ich, lieber den Schützen nehmen. Jadefigur ist das Problem, dass die Jadefigur, wir werden vielleicht kein gutes Ziel dafür finden. Und zur Not könnten wir sie auch noch mit Isengrim rausholen, falls wir jetzt wirklich noch ein richtig gutes Ziel finden. Aber ansonsten benutze ich Isengrim einfach für den Silberelfen. Da müssen wir gucken. Wird auf jeden Fall noch eine etwas längere letzte Runde. Den werde ich auf jeden Fall wegmachen mit Jorvet. Ich will nicht, dass er sich hochbufft. Ah, wir haben jetzt nicht die optimalen Buffs bekommen, aber es ist okay, 3 Stück. Weil wir sind ja kein Handbuff-Deck. Und wir haben wenigstens eine gute Karte weggemacht. Okay. Er schwächt sich selber. Ah, das ist doof. Jetzt können wir unseren Brand halt nicht mehr benutzen. Ich könnte natürlich auch noch mit meinem Schützen unseren Spion anschießen auf 10 Punkte. Und könnte ihn dann anbrennen. Das wäre eine Option. Dann hätten wir nur einen 11 Punkte Brand. Ich weiß nicht, ob wir da nicht vielleicht was Besseres kriegen. Muss ich gucken. Was will ich jetzt spielen? Isengrim würde ich mir aufheben. Ich will den Doppler. Ah, das ist nicht wirklich toll. Wir müssen den Heiler nehmen. Die anderen Karten waren komplett schwach. Und jetzt haben wir halt unseren Spiel. Ich weiß nicht selber. Spielt ihr selber einen Shiro? Das kann halt sein. Das ist halt ein Schubdeck. Ihr könnt halt aber auch einen Shiro spielen. Dann haben wir ihm jetzt einen Brandziel gegeben, aber dann können wir wenigstens mit Eglaze einen Brand kopieren. Das Problem, was ich habe, ist, Eglaze hat auch 11 Punkte. Das heißt, wir würden uns selber unsere 11 Punkte Eglaze wegbrennen. Das ist halt sehr doof, dass Eglaze so häufig gebufft wurde in unserer Hand. Das ist nicht wirklich optimal. Ich spiele Isengrim. Ich glaube nicht, dass wir eine gute Jade-Figur hinkriegen. Ich gucke mal, was wir für einen Silberelf hinkriegen. Melaine wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wir könnten ihm eine Vierer klauen. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Ansonsten könnten wir halt, naja, wir würden halt nicht die ganzen 12 Punkte Schaden machen mit der Milena. Und es würden halt nur 10 Punkte. Das wären halt, ich glaube, eine Milena ist besser. Wir nehmen die Milena. Ich habe sie jetzt schon genommen. Also von daher kann ich eh nichts mehr ändern. Sie liegt auf dem Feld. Aber ja, müssen wir gucken. Ich mache mir gerade echt Sorgen, ob er einen Shiro hat. Ich überlege, ob ich vielleicht mit der Glaze unseren eigenen Yevon anschießen werde. Das ist knifflig. Das ist echt knifflig. Naja. Gibt übrigens noch was anderes. Also, falls mal jemand von euch Lust hat auf ein kleines Gewinnturnier der Mito Games, will ein kleines Gewinnturnier veranstalten. Ich werde euch mal das Video, was er gemacht hat, dafür unten in die Videobeschreibung packen. Ihr könnt es euch gerne angucken. Es ist halt so ein Family and Friends Duell. Und ihr könnt euch da ganz gerne eintragen. Den will ich klauen. Ja, komm, Hattori. Ach, guck mal, er hat auch eine Melena. Aber er klaut uns nur eine 2er, wir klauen ihm eine 5er. Ich glaube, da haben wir wesentlich mehr Punkte gemacht. Okay.
Wir liegen 2 Punkte hinten, wir haben aber noch eine Karte mehr auf der Hand. Er hat aber auf jeden Fall noch Schub auf der Hand. Also der Mito will halt ein kleines Gwent-Turnier machen, so Family Friends, da kann man sich gerne anmelden. Will halt gucken, wie viele Leute sich da anmelden und ihr könnt da ganz gerne mitmachen. Es gibt halt sowieso sehr wenig deutsche Gwent-Turniere, also auch so Homemade-Turniere. Wir haben ja auch mal überlegt, ob wir eins machen sollten, also damals. Und ja, das ist halt knifflig, so ohne Zuschauermodus. Ich glaube, er will halt auch, dass wenn ihr spielt, dass ihr euch oder dass ihr dasselbe aufnehmt. Aber das Problem ist halt, dass die Leute oder manche Leute halt mit dem Aufnehmen, ist es so ein bisschen knifflig, da muss man die Videodatei hin und her schicken. Ich bin ganz ehrlich, das ist mir zu viel Stress. Ne? Wenn ich ein Turnier machen würde, dann würde ich das, glaube ich, einfach, ich würde das nicht als Folgen raushauen. Ich meine, es wäre zwar ganz gut hier um, oh, jetzt kriegen wir, ja, wir kriegen eine Blitz für Iglaze, das ist gut. Seine letzte Karte ist Schub. Kommt drauf an, was er für einen guten Schub rauszieht. Ich werde jetzt auf jeden Fall unseren Blitz für maximal Punkte benutzen. Okay, wir liegen 11 Punkte vorne und wir haben noch 20 Punkte Iglaze. Er muss mit Schub 31 Punkte hinkriegen und das wird, glaube ich, haarig. Ich glaube, das Beste, was er kriegen könnte mit Schub, ist halt Hattori zurück auf die Hand nehmen fast, würde ich sagen. Ritter macht nur 25 Stärken, das reicht nicht aus. Hunter ist, glaube ich, die beste Wahl. Oder er zieht noch eine Karte mit Magier, aber was bringt das? Er nimmt die zurück auf die Hand. Das ist böse. Das ist echt böse. 8 Punkte. Und eine Toru. Recht nicht aus, wir haben gewonnen. Also wie gesagt, ich werde euch mal das Video unten in die Videobeschreibung. Ob ihr da mitmachen wollt, könnt ihr euch selbst überlegen. Es ist jedem frei überlassen. Aber es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, mal so ein kleines Family-Friend-Event-Turnier zu haben. Für deutsche Leute. Ihr könnt es euch überlegen. Und wir sehen uns nächste Runde. Bis gleich. Okay. Ich hoffe, dass es Großschwerter sind. Wir spielen schon mal gegen einen Quaid. Ich spiele wieder das Handbuff-Deck. Ich habe das Handbuff-Deck sogar tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr es letzte Folge gesehen habt, ich habe es komplett animieren lassen. Wir haben unseren Spion, das ist gut. Eskel ist hier in diesem Matchup eine ziemlich gute Karte. Die will ich auf jeden Fall ziehen. Und er fängt mit dem Großschwert an. Okay. Das kann ich ihm jetzt noch nicht wegnehmen. Oder ich spiele Barkley aus. Ja, ich mach Barkley. Es sind genau 10 Punkte, es passt perfekt. Ich will ihm halt seine Großschwerter verhindern. Wir sind halt wirklich gegen Großschwerter. Wenn wir sie verhindern können, richtig gutes Deck. Dieses Handbuff-Deck, das ist ein richtig gutes Matchup. Das ist jetzt nicht wirklich toll. Er hat das im Friedhof noch hochgestärkt. Egal, was wir jetzt machen, wir werden es nicht kaputt kriegen. Es sei denn, ich werde auch keinen Schwerttänzer in der kurzen Zeit so hochkriegen. Er belebt jetzt ein 13er Großschwert wieder. Ich kann höchstens mit 2 Karten. Eskel würde ich mir tatsächlich vielleicht ganz gerne aufheben. Eskel wäre halt für die letzte Runde ein richtig guter Finisher. Okay. Eine Priesterin ist raus. 2 bleiben noch im Deck und Sigdrifa wird da auch noch spielen. Ich könnte jetzt theoretisch versuchen. Ich werde Handbuff spielen. Er will eine lange Runde machen. Er muss seine Großschwerter hochkriegen. Von daher ist es ganz gut, wenn ich jetzt die Dragoons ausspiele, um die Hand ein bisschen zu buffen. Da kommt das Schiff. Ich kriege ihn jetzt in dieser Runde nicht weg, aber ich werde ihn wahrscheinlich nächste Runde dann mit 2 Karten weghauen müssen. 15 Punkte, da kann ich einen Schwerttänzer opfern und dann vielleicht Valamaka. Da hat dann ein Igni ins Leere ausgespielt. Das ist bitter. Das ist bitter. Das kann ihn sogar den Sieg gekostet haben. Das kann ihn wirklich sogar den Sieg gekostet haben. Ja, ich glaube, er ärgert sich gerade richtig. So, gehen wir mal. Damit. Erstes, eine Goldkarte so zu verspielen, ist halt echt immer. Na, das war ein Fehler. Ich glaube, da hat er nicht richtig aufgepasst. Ich glaube, er wollte unseren Cleaver wegbrennen. Oder er wollte unsere 2 Achter wegbrennen. Aber da haben wir noch nicht annähernd genug Punkte. Igni ist raus, Korall kann er noch haben, Hym kann er noch haben, Muzzle könnte er noch spielen. Ich weiß es nicht, muss gucken. Die Decks spielen ja immer sehr, oder die Großschwerter spielen ja immer sehr, eine kleine Auswahl, sage ich, an Goldkarten. Korall wird auf jeden Fall drin sein, aber er muss auch erstmal ziehen. Er spielt auch eine Menge Karten in seinem Deck, sehe ich gerade. Also er hat sich jetzt schon ein paar Karten rausgeholt, aber er spielt fast 30 Karten in seinem Deck. Spielt also ein paar mehr Karten. Ist ja in Ordnung.
Wir haben ja auch beim Challenger-Turnier gesehen, jetzt kann ich den wegmachen, perfekt, dass zum Beispiel Hänsel-Maschinen auch mit mehr Maschinen gespielt werden, zum Beispiel mit den Türmen. Einfach damit die Türme können nicht so einfach weggehauen werden von Kontrollkarten. Und dann kriegt man auf jeden Fall sein Hänsel-Ziel. Das finde ich halt auch eine relativ coole Sache. Aber das sind halt Turnierdecks. Turnierdecks sind immer ein bisschen anders als Ladderdecks meistens. Weil beim Turnier weiß man halt, wie man spielen kann. Da kann man so ein paar Faktoren beeinflussen. Man weiß, dass man anfangen kann oder nicht. Ich will die Runde ganz gerne gewinnen. Wir würden es auch hinkriegen. Unsere Dragoons buffen noch. Ich will die Runde ein bisschen auch länger ziehen. Ah, das ist nicht so toll. Carryover. Ich würde jetzt tatsächlich... Ich kann ihn nicht weghauen. Ich kriege ihn nicht mit einer Karte weg. Ich müsste Eskil opfern. Ich werde auch Eskil opfern, weil der Carryover ist zu stark. Der kann dieses Spiel uns verlieren. Ich bin so froh, dass ich Eskil reingenommen habe. Was war denn sonst für Eskil drin? Ach nee, ich habe ja genau königlich. Ich bin so froh, dass ich den fürstlichen Alas reingenommen habe, anstatt den Maulkorb. Weil Maulkorb hätte uns jetzt hier nicht so wirklich was gebracht. Er ist eine letzte Priesterin. Er könnte ihn jetzt nur noch so durch die Driefe wiederbeleben. Ich werde Iglaze spielen. Oder? Ja, ich werde aber nicht Carryover benutzen. Ich will die Runde gewinnen. Das heißt, ich werde jetzt eine Karte aus dem Deck rausziehen. Ein Supporter ist gut. Supporter, dann buff ich den Schwerttänzer hoch. 15 Punkte. Dann kann ich den noch weghauen. Ist in Ordnung. Okay, er spielt noch einen, aber der wird nicht hochgebufft sein. Wir verhindern, dass er seinen hoch heilt. Das heißt, der ist weg. 25 Punkte. Und wir haben noch einen 12er Schwerttänzer auf der Hand. Das ist ziemlich gut gerade für uns. Selbst wenn er jetzt... Ich weiß nicht, ob er sich ohne holen will. Er hat zumindest keine normale Priesterin mehr. Was ist seine letzte Wiederbelebungskarte? Sigdrifa könnte halt wirklich ein Problem werden. Unser Schwerttänzer wird nicht hoch genug gebufft, um den wegzukriegen. Wir haben auch sonst keine weiteren Karten in der Hand. Okay. Er passt. Das heißt, wir haben die erste Runde gewonnen. Er hat seinen Spion noch. Er hat sich nicht ausgespielt. Wir haben unseren allerdings schon ausgespielt. Ich werde jetzt einfach trocken passen. Oder könnte ich die Runde jetzt beenden? Ich glaube, das wird knapp. Ich würde lieber die Runde beenden, indem man einen Kartennachteil hat. Zwei Kriegstänzer. Einen ablegen. Haben wir eh keine Wahl. Er muss noch was ausspielen. Will ich passen? Ja. Hätte ich sonst eine andere Option? Ich glaube fast nicht. Ich habe zu viel Angst vor Sigdrifa. Oder hätte ich sie diese Runde rauslocken sollen? Eigentlich nicht. Ich habe lieber einen kleinen Kartenvorteil. Wir müssen aufpassen. Er hat noch 13 Karten im Deck, so. Das heißt, wie hoch ist die Chance, dass er Sigdrifa auf der Hand hat? Wie hoch ist die Chance, dass er Korall auf der Hand hat? Ich gehe mal vom Worst Case aus. Wir ziehen den letzten Kriegstänzer. Boah. Ich sollte vielleicht doch nur zwei Kriegstänzer in dieses Deck reinnehmen. Das ist halt wirklich schlimm. Wir haben jetzt die nächsten drei Karten nur Kriegstänzer gezogen. Ragnarok später. Das ist interessant. Will ich den Kriegstänzer erstmal? Nein. Ich lege den Handbuffer aus. Dann kriegen wir wenigstens noch einen Punkt mehr oder vielleicht zwei Punkte mehr, je nachdem, welchen ausgespielt hätte. Es kommt wirklich auf seine letzten beiden Karten an. Okay, er kann das Schiff nochmal wiederbeleben, das ist aber für uns kein Problem. Das können wir in der nächsten Runde weghauen. Das werde ich jetzt nochmal buffen. Jetzt kommt auf seine letzte Karte an. Sigdrifa wäre jetzt ziemlich verheerend. Korall würde gehen. Und er hat einen Vadamakar. Okay, das ist sogar sehr gut für uns. Damit haben wir gewonnen. Oh. Ja, das ist der Nachteil, wenn man halt zu viele Karten in dem Deck spielt und sich nicht wirklich ausdünnen kann. Man zieht halt wirklich seine Schlüsselkarten nicht. Wobei, er hatte schon drei Priesterinnen auf der Hand. Das war eigentlich nicht schlecht von ihm. Wir haben trotzdem gewonnen. Und wir müssen den Kriegstänzer nicht zeigen. Das war's. Das waren die letzten beiden Ranked-Spiele. Für die Elfen der Season. Season der Elfen. Andersrum. So war's. Wir haben tatsächlich noch zweimal gewonnen. Ich bin heilfroh. Ich habe wieder ein paar Punkte gut gemacht. Ja, wir haben 12 Runden gewonnen. Wie viel MMR haben wir jetzt? Wir kommen auf 4012. Ist in Ordnung. Ist ein bisschen weniger als letzte Season, aber wie gesagt, die Season war eh nicht so erfolgreich. Ich bin über 4000 Punkte gekommen. Es reicht für mich. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.